Smokers News TV unterwegs mit der Davidoff Tour 2015. Heute in Düsseldorf. Das ist die dritte Session des Hauses Davidoff in diesem Jahr im Thema Kunst und Köche. Wir werden hier mit dem Koch sprechen, der heute Abend dieses wunderschöne Menü zusammenstellt. Und wir werden mit der Künstlerin sprechen, die uns mit der Musik heute Abend auch begleiten wird. Natürlich begleiten uns die wunderschönen Davidoff-Zigarren, die auch gegebenenfalls nachher im Tasting zu sehen sind. Denn wie wir wissen, werden sich einige der Gäste heute Nachmittag einfinden, um sich nochmal professionell einstimmen zu lassen, anzünden, anfachen, die Zigarre genüsslich rauchen, abstreifen. Was muss ich tun? Das alles werden wir in diesen Bildern Ihnen andienen. Und ich hoffe, dass Sie Spaß dabei haben. Und ich werde Sie dann nachher in der Abmoderation nochmal ganz kurz verabschieden. Davidoff auch 2015 wieder on Tour in der Gastronomie unter dem Thema Kunst und Küche. Kunst und Küche haben wir jetzt einen Gesprächspartner erstmal aus der Küche. Ali, ich grüße Sie erstmal hier in Düsseldorf. Ich habe gleich eine ganz interessante Frage für Sie, die Sie vielleicht etwas irritiert, weil sie aus den 80er Jahren stammt. Aber damals habe ich den Eckhard Witzigmann interviewt. Und dann hat er mir zum Schluss gesagt, für ihn gibt es drei wichtige Dinge. Thema 1, ein Gast, der ein Löffelchen bestellt, um die Soße wirklich auch noch bis zum letzten Tropfen mitzunehmen, ist für ihn eine Auszeichnung. Ein zweiter Punkt, ich freue mich darüber, wenn ich mit meiner Brigade abends den schönen Champagner trinken kann, wenn wir alles geschafft haben. Und der dritte, dann kommt die gute Zigarre in einer ganz ruhigen Ecke. Ist da was dabei, was Sie auch so machen? Also, sage ich jetzt mal schon, mit der Zigarre hat er vielleicht recht, sage ich jetzt mal. Das würde ich vielleicht nicht in meinem eigenen Restaurant machen, das würde ich eher draußen machen, vielleicht mit einem Freund oder mit einer netten Partnerin oder keine Ahnung, ne, in einer schönen Bar machen. Dann mit den Köchen Champagner trinken, da reicht glaube ich auch schon Sekt heutzutage. Und mit der Soße, mit dem Löffel, um die letzten, sage ich jetzt mal, die Soße rauszulöffeln, da sind die Köche mittlerweile schon sehr geistig geworden mit ihren Soßen, ja. Also, nein, grundsätzlich ist da schon was Wahres dran, aber die Zeiten haben sich geändert und es ist jetzt nicht mehr in die 80er Jahre und es ist jetzt, wir sind jetzt 2015 und da gibt es auch andere Sachen, die jetzt auch sehr wichtig sind. Mir ist es zum Beispiel wichtig, dass der Gast sehr zufrieden unser Haus verlässt, dass er wiederkommt, dass er gerne zu uns kommt, eine gute Dienstleistung, wirklich sehr gute Dienstleistung kriegt und eine tolle Küche kriegt. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Und wenn der Gast glücklich ist, dann bin ich auch glücklich. Kann ich auch meine Zigarre umso besser genießen. Gut, Sie probieren ja schon ein paar Jahre, Ihre Gäste immer zufriedenzustellen. Ganz kurz mal so einen kleinen Überblick, was Sie in den letzten Jahren alles gemacht haben. Ich habe die Ausbildung in München in einem ganz normalen Wirtshaus gemacht und dann bin ich nach meiner Ausbildung war ich in diversen guten Restaurants, habe dann ein bisschen mehr noch dazu zu lernen. 2005 bin ich nach Hamburg, habe das Le Canard eröffnet, habe mich dann dort selbstständig gemacht für das Le Canard seit 2005, jetzt ist 2015 und letztes Jahr Herbst, also 2014 Oktober, habe ich in München noch ein zweites Restaurant aufgemacht, mitten in der Stadt, das Restaurant Pagot. Und da habe ich eh sehr viel zu tun und zwischendurch auch ein paar Fernsehauftritte und so weiter. Also das läuft, sage ich jetzt mal, momentan, ja. Die Küche hat sich ja in den letzten 20 Jahren gewaltig geändert, gewechselt. Die Zigarren haben auch teilweise sich gewechselt im Format. Heute raucht man kurz und dick. Früher hat man lang und heute ist alles shorty. Was erwarten Sie denn so in der Küche? Was wird da die nächsten Jahre noch passieren? Also in der Küche haben wir so die letzten 10 Jahre einen riesen Boom gehabt. Also sind tolle kreative Küchen entstanden, auch Köche, sehr innovative Köche sind im Vordergrund geraten. Und da hat sich, sag ich jetzt mal, die Gastronomie in Deutschland
wahnsinnig gut davon profitiert, ist auch sehr gut geworden. Also qualitativ haben wir uns in europaweit einen sehr guten Namen erkocht. Aber wir haben natürlich ein großes Nachwuchsproblem. Wir haben natürlich durch dieses Arbeitszeitregelungen, da dürfen wir natürlich auch nicht mal aus dem Vollen schöpfen. Ich persönlich glaube ehrlich gesagt daran, dass wir nochmal 10 Jahre, wo wir nochmal Gas geben, das wird nicht mehr geben. Das wird eher zurückgehen, sage ich jetzt mal. Und wir werden versuchen, das zu halten. Ob wir das schaffen, weiß ich nicht, weil einfach die Zeiten wirklich nicht rosig sind für die Gastronomie. Und auch die Presse, sage ich jetzt mal, uns da nicht immer unterstützt, sondern eher auf die gehobene Gastronomie eher draufhaut, weil einfach wegen den Arbeitszeitregelungen, auch wegen den Verdiensten und so, wird es dadurch nicht attraktiver für junge Leute, sage ich jetzt mal. Ja. Also vor 15 Jahren, sage ich mal 20 Jahren, wurde der Koch als Beruf ja wirklich von der Presse, von den Medien sehr gut dargestellt. Hat sich doch vieles geteilt, viele junge Leute, die dann in die Gastronomie wollten. Und da meinen Sie, das ist dann doch nicht so passiert? Naja gut, vor 15, 20 Jahren gab es auch kein Internet. Es sind natürlich durch Internet, durch Online-Tätigkeiten und so weiter, sind noch wieder andere Jobs entstanden. Und es ist einfach für die jungen Leute attraktiver, als wie irgendwie 10, 12 Stunden in der Küche zu stehen und teilweise sich auch, sage ich jetzt mal, anbrüllen zu lassen für ein kleines Geld. Da hat sicherlich die Branche auch einen großen Fehler gemacht. Und das müssen wir jetzt gucken. Also unseren negativen Image müssen wir jetzt einfach, wir Gastronomen, nicht nur Köche, ich bin auch Gastronom, ich bin auch ein Arbeitgeber, müssen wir gucken, dass wir das jetzt daraus lernen und auch umdenken und einfach auch für die nächste Generation einfach, sage ich jetzt mal, attraktiver machen, Werte schaffen, wo sie sagen, okay, hey, damit kann ich leben, damit kann ich arbeiten. Und da muss natürlich aber auch nicht nur wir, sondern auch letztendlich auch der Gast, also der Konsument muss da mitmachen, weil wir können das nur halten, wenn wir bessere Gehälter bezahlen, wenn wir mehr Leute einstellen, indem wir auch dann, sage ich jetzt mal, die Preise erhöhen. Und letztendlich, wenn dir die Gäste dann wegbrechen und nicht kommen, dann kann auch sein, dass man natürlich auch, dass auch einige Betriebe schließen, was jetzt zum Beispiel ja schon passiert, ne? Reden wir von den schönen Dingen des Lebens. Zino Davidoff hat das ja mal geprägt mit dem Good Life, dem schönen Leben. Ich denke, dass die Verbindung zwischen Gastronomie und zwischen dem schönen Leben also ganz eng zusammengehört. Ist doch ein schöner Leben. Ja. Die Gastronomie feiert sich doch selber, ist doch super. Jeder will doch, jeder, der feiern will, der leben will, der geht doch gut essen, der geht doch gut trinken, der geht doch in eine Zigarrenlounge, um einfach das Leben zu genießen, ist doch toll. Ja, dann hoffen wir, dass das so weitergeht. Von Ihnen würde ich gerne noch eine Frage beantwortet haben. Also wenn Sie Ihre Zigarren einkaufen, gehen Sie da in ein Fachgeschäft? Lassen Sie sich da auch beraten oder haben Sie Leute, die Sie einfach mit tollen Dingen bestücken? Nein, also meistens kaufe ich sie am Flughafen, weil ich einfach die Zeit habe, wenn ich irgendwie meistens entweder Urlaub mache oder wegreise, da habe ich ja auch Zeit, da einzukaufen. Sonst gibt es ja auch super Zigarrengeschäfte. Also in München habe ich um mein Restaurant rum sehr viele gute Zigarrengeschäfte, da gehe ich hin. Und da muss man schon so machen, dass man, also man muss sich schon beraten lassen, finde ich. Das ist auch wichtig, dass man auch so ein Vertrauen drauf aufbaut. Und also eine Zigarre im Ausland kaufe ich zum Beispiel nie. Ich gehe mal dahin, wo ich weiß, ich kenne den Besitzer, der verkauft mir was Gutes, ein ehrliches Produkt. Und da ist mir wichtig, dass ich dort einkaufe. Oder wenn ich gar keine Zeit habe, wie gesagt, am Flughafen kann man noch mittlerweile super Zigarren kaufen. Ist auch schön. Es freut mich für unsere Leser, wenn ich jetzt an die Münchner denke, an Hubert Diehl, an Sommer, an Zechbauer, an Dallmayr. Ich hab sie alle aufgezählt. dann weiß ich, dass natürlich dort eine gute Beratung stattfindet und die Zigarre ist ein erklärungsbedürftiges Produkt. Ganz zum Schluss jetzt nochmal, wenn Sie jetzt abends fertig sind, eine schöne Zigarre rauchen, was trinken Sie dazu? Also ich trinke immer einen Rum dazu. Ich weiß, ich verbinde Zigarre und Rum, passt für mich, für meinen Gaumen am besten zusammen und ich genieße es wirklich. Aber nicht so einen irgendeinen Rum, sondern muss schon was anstecken. Also mindestens 15 Jahre alt muss das schon sein. Gut, dann trinken wir den nächsten zusammen und ich sage vielen Dank für das Gespräch. Ja, bei der Anmoderation habe ich es ja schon gesagt, Kunst und Küche, Kunst und Zigarren ist natürlich das wirkliche Thema der Firma Davidoff. Und meine jetzige Gesprächspartnerin ist Ariane Roth. Roth, Sie sind eine vielseitige Künstlerin, wie ich schon gelesen habe. Und natürlich möchte ich ein bisschen wissen, was Sie denn für Musik nicht nur heute Abend hier auf den Weg bringen, sondern was Sie eigentlich zur Musik gebracht hat und welche Musik Sie selber am liebsten verkörpern. Also ich habe von Anfang an schon immer gern Musik gemacht. Als kleines Kind war Musik für mich
einfach das Spannendste und Schönste, sich auszuprobieren. Und so habe ich dann auch Musik studiert in Salzburg am Mozarteum. Also ich bin in die Klassik gegangen und habe dann da mein Diplom gemacht und habe dann danach aber gemerkt, dass das für mich nicht alles sein kann und habe dann einen kleinen Schlenker, eine Abbiegung in die Popmusik gemacht. Und da bin ich auch seitdem geblieben, verbinde aber auch gerne beide Welten in meiner Musik. Und heute bin ich hier mit einem Projekt, also ich habe zwei Projekte, das sind so meine Herzensprojekte, sage ich. Und heute bin ich hier mit einem Herzensprojekt, das ist ein Lounge-Projekt. Da geht es darum, dass man sich wohlfühlt. Es ist Musik zum Wohlfühlen, zum Entspannen. Das heißt Asas Lounge. Asa ist mein Künstlername auch. Und Asa kommt aus Suaheli und heißt die Kraft. Und das ist verdeutlicht für mich auch genau das, was Musik für mich ist. Musik war immer und ist auch für mich immer die Kraft. Und mein zweites Herzensprojekt ist ein Kunstprojekt, ein sehr spannendes Projekt auch. Da haben wir gerade unsere neue Single am Start, die heißt Lonely. Ich komme gerade aus Mallorca, wo wir einen Auftritt hatten für eine große Radiostation und wo wir Musikvideo gedreht haben. Und da werden wir jetzt auch in Deutschland noch einiges auf den Weg bringen mit der Single. Also das wird man sicher bald hören. Und für mich ist Musik wie Essen, wie Nahrung. Also ohne Musik könnte ich nicht sein und von daher passt auch die Veranstaltung für mich sehr, sehr gut und ich freue mich, dabei sein zu können. Ja, passt wunderschön auch zu den Worten des alten Herrn Zino Davidov, der ja irgendwann den Begriff des Good Life, des schönen Lebens auch geprägt hat und sich selber auch entsprechend so, sage ich mal, seinen Lebensstandard aufgebaut hat. Hier zur Zigarre zu kommen, ist natürlich auch immer eine Geschichte. Die Zigarre ist ja auch etwas Beruhigendes, etwas zum Ausgleich. Eine schöne Musik dazu, ein schönes Getränk, was immer der eine oder andere als schönes Getränk bezeichnet. Sie sind auch zur Zigarre irgendwann gekommen. Ja, also als Sängerin erstmal bin ich grundsätzlich nicht Raucherin, aber die Zigarre verdeutlicht für mich, genau wie Sie sagen, der Moment von Entspannung. Und ich habe im Musikstudium, als ich viel, viel Stress hatte und man übt dann jeden Tag seine 5-6 Stunden und geht in die Uni und man hat nur Termine, die man abarbeitet. Und da habe ich dann irgendwann mal für mich so entdeckt, oh, ich setze mich jetzt mal hin und rauche Zigarre. Und ich mache es sehr selten. Zurzeit vor allem eher weniger, weil ich Mama geworden bin gerade, ein kleines Baby zu Hause habe. Aber für mich versinnbildlicht die Zigarre so diesen Moment von, der Moment gehört mir, ein Glas Rotwein dazu, am besten noch irgendwie auf dem Balkon oder auf meiner Dachterrasse sitzen und dann einfach mal die Gedanken schweifen lassen, gute Musik hören. Was ist das dann für eine gute Musik? In so einem Moment höre ich sehr gerne Musik, die auch viel in Ibiza und Mallorca läuft, also diese sogenannte Chill-Out-Lounge-Musik, also DJs, die sehr entspannte Musik spielen, wo man dann an Meer rauschen, sich auch vorstellen kann gut, was oft auch am Meer läuft. Das ist so die Musik, wo ich dann richtig runterkomme und entspannen kann, ja. Also Sie sagen, das sind eigentlich Nichtraucher. Das finde ich ja ganz toll, dass ein Nichtraucher auch zur Zigarre greift, wobei das wirklich öfter vorkommt. Mhm, also ja. Aus vielen Gesprächen weiß ich das, dass Menschen, die eigentlich mit der Zigarette noch nie was zu tun hatten oder auch vielleicht mit der Pfeife nicht, obwohl die Pfeife ja so ein bisschen auch in die Richtung geht, das ist aber ein bisschen andere Klientel an Menschen, die gerne Pfeifen rauchen. Aber der Zigarrenraucher, das ist einer, der sich wirklich gerne in die Ecke setzt und selber sich mit einer Zigarre auch beschäftigen kann. Und eine schöne Musik dazu, ein schönes Getränk dazu, wie wir schon gesagt haben, was auch bei jungen Leuten im Moment wieder ganz stark ist. Also vor 10, 15 Jahren hatte man so den Eindruck, die Generation wächst nicht nach, die Zigarren rauchen. Insofern, so eine junge, hübsche Frau, die auch Zigarren raucht, ist das natürlich sensationell. Das werden wir gerne dann natürlich auch bei unseren Lesern weitergeben oder bei den Zuschauern jetzt. Also ich merke das auch an der Resonanz aus unserem Leserkreis, dass gerade bei den Endverbrauchern doch sehr viele junge Leute auch ins Tabakwarenfachgeschäft gehen, sich beraten lassen und sich dann also die ersten Zigarren kaufen und gemeinsam schön rauchen, also einen schönen Abend zusammen machen. Wir hoffen auf einen schönen Abend noch mit Ihnen heute hier. Und wahrscheinlich werden Sie dann auch noch eine kleine Zigarre anschließend rauchen, oder?
Anschließend auf alle Fälle, davor nicht. Genau, das kann ich mir gut vorstellen. Also dann freue ich mich auf die Zigarre mit Ihnen danach und wünsche Ihnen einen erfolgreichen Abend hier. Danke. Und eine erfolgreiche Zeit mit Familie und mit der Musik. Danke.